Für Siebenkampfrekordlerin Ivona Dadic waren die Bewerber ein Comeback in der Heimat nach langer Wettkampfpause. Endlich läuft und springt sie wieder, Ivona Dadic. Seit Olympia in London ist es ihr erster Freiluftauftritt. Dazwischen lag nur ein Mehrkampf der besonderen Art. Über den Ärmelkanal springen, den alten Trainingsplan über Bord werfen und sich unters Messer legen. In Ried kehrt sie im Weitsprung zurück, bleibt einen halben Meter hinter ihrer Bestleistung. Ich bin 5,82 gesprungen. Für den ersten Wettkampf ist in Ordnung. Ich habe 6,30 Bestleistung, es sind nur Stickel weg, aber ich habe nur Zeit zum Trainieren. Dadic hat als Siebenkämpferin den Vorteil, dass sie ihre Vorjahrsleistungen für die WM-Teilnahme in Moskau berechtigen. Was ihr nach der Knieoperation fehlt, ist das Training. Ja, ich fliege am Dienstag gleich wieder heim, nach England. Und werde dort dann eben wieder hart weiter trainieren. Wir werden ein paar Wettkämpfe machen, aber eben nur aus dem Training aussehen. Und dann eben Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Aber das große Ereignis für mich ist heuer die Weltmeisterschaft, weil ich länger Zeit habe zum Trainieren und die brauche ich. Alle anderen Athletinnen müssen 2013 ihre Limits erbringen. Susanne Walli, rechts im Bild, gelingt das in Ried. Und zwar für die unter 18 Weltmeisterschaft über 400 Meter. Im Sog des Stadionrekords von Herunga aus Namibia löst die 17-Jährige in 56,18 Sekunden das Ticket für ihr Großereignis. Ja, ich schaue jetzt einfach, dass ich mich sehr gut darauf vorbereite, dass ich dann da eine gute Zeit renne, vielleicht sogar Bestleistung. Die steht ja momentan bei 55,3 und ich denke mir, das ist einfach ein großes Ziel dort. Ja. Das große Ziel, eine Qualifikationsnorm zu erbringen, haben nicht nur die jungen, sondern auch ganz erfahrene Athleten bei der Rieder Leichtathletiknacht. So auch Ralf Bartels, ein Topstar des Kugelstoßens. Der zweifache Europameister bestreitet heuer seine letzte Saison, nimmt es aber in puncto Leistung, Beliebtheit und Ehrgeiz mit den Jungen locker auf. 20,13 Meter bringen den Sieg und dem Deutschen das B-Limit für Moskau. Die Trainingsleistungen sind immer noch ein bisschen besser, das ärgert mich immer noch so ein bisschen, aber man hat eben auch im Wettkampf gesehen, dass ich bis zum gewissen Punkt mich ganz gut konzentrieren kann und dann einfach zu viel will dann noch. Also ich bleibe einfach nicht locker genug und deshalb muss ich mich halt jetzt so langsam hochknabbern und hoffe, dass es dann für die WM reicht und ja, dann bei der WM einen schönen Ausstand für die Karriere geben. Erst am Beginn einer hoffentlich erfolgreichen Karriere steht Lukas Weißheidinger. Der Lokalmatador beweist auch vor der Haustür sein Potenzial und bestätigt mit 18,90 Meter das unter 23 EM-Limit. Im Diskuswurf hat er dieses Jahr bereits erbracht. Das ringt sogar dem Großmeister Respekt. Und jetzt zählt einfach jeder Fortschritt, sage ich mal. Also alles, was ich jetzt über die Woche ein bisschen grob geworden ist, vom Bewegungsablauf, einfach die Feinheiten jetzt wieder ein bisschen hervorheben und das einfach. Wird immer besser und ein bisschen arbeiten noch, dann schaut es gut aus. Für den zweiten Meeting-Rekord des Abends sorgt Marek Arends. Der Letter überquert im Stabhochsprung sehr gute 5,50 Meter bei optimalen Bedingungen und bester Stimmung. Zum Abschluss der Riedernacht werden Meisterschaftsmedaillen vergeben, wie immer über 3000 Meter Hindernis. Bei Frauen und Männern gibt es große Emotionen. Stefanie Huber aus Vöcklabruck verteidigt ihren Vorjahrestitel. Der Wiener Christoph Sander feiert sogar eine Premiere. Ich habe gewusst, wann ich Zweite wird, darf ich zur Team-M fahren. Und dass ich das jetzt beim ersten kann, ist natürlich nur viel besser. Und ich glaube sogar, dass das jetzt neuer oberösterreichischer Landesrekord ist. Und das habe ich auch immer im Hinterkopf gehabt, aber dass es jetzt wirklich so ist, freue mich natürlich voll. Mein erster Einzeltitel und hoffentlich auch das Ticket nach Kaunas zur Team-M, da war ich auch noch nie. Also besser könnte es momentan nicht laufen. Für Ivona Dadic gilt das momentan zwar noch nicht, aber auch für sie werden sicher bald wieder rosigere Zeiten kommen. Rosig, wenn nicht gar glänzend, sind die Zeiten derzeit für Beate Schrott, die das Aushängeschild der erstmals ausgetragenen Leichtathletik-Gala in Salzburg-Rief ist. Zwei Tage zuvor hat sich die Olympiafinalistin beim Diamond League Meeting in Oslo das WM-Ticket gesichert und als Drittplatziert einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere gesetzt. Also mal in einem Diamond Race zu sein, das ist schon was. Ich meine, bei Diamond League Meetings war ich schon, aber da spielt man halt nie eine wirkliche Rolle bei den Läufen. Und gestern war es halt das erste Mal anders, vorgestern. Und das war schon für mich auch ein Riesenerfolg. Beate Schrott läuft hier auf Bahn 4. Beflügelt und befreit vom erbrachten WM-Limit, trommelt sie in Rief eine Weltklasse-Zeit auf die Bahn. Sie fliegt der Konkurrenz förmlich auf und davon und bleibt in 12,87 Sekunden nur 500stel über ihrer persönlichen Bestleistung.
Wenn das WM-Limit mal abgehakt ist, dann ist man schon allgemein ein bisschen lockerer. Und ja, ich denke mal, wenn man weiß, dass man gut drauf ist, dann rennt man auch einfach locker. Stichwort locker. So präsentiert sich in Salzburg auch Österreichs aktuell bester Hochspringer Josip Kopić. Mit 2 Metern und 15 übertrifft er das unter 20 Europameisterschaftslimit und verbessert seine persönliche Bestleistung um stolze 7 cm. Seit 1995 ist kein Österreicher höher gesprungen. Ja, ich wusste, 2.12 gehen sicher, 2.15, wenn ich in Hochform bin, aber dass heute schon gegangen ist, ja, geil. Aus internationaler Sicht sind die Mehrkämpfer die Aushängeschilder der Leichtathletik-Gala. Sie bestreiten einen Dreikampf, unter anderem der Olympiasilberne von Peking, Andrei Krautschanka, Hallen-Europameister Elko Sint-Nikolas und der Olympiadritte von Athen, Dimitri Karpov. Möglich gemacht hat dieses erlesene Feld eine echte Zehnkampflegende. Mein österreichischer Freund Sepp Schmiedl hat mich angerufen, ob ich helfen kann. Ich habe natürlich viele Kontakte gesammelt in den vergangenen Jahren und wenn ich helfen kann, dann mache ich das gerne. Happy to help if somebody wants. Yeah. Für die Männer besteht der Dreikampf aus dem Hürdenlauf. Danach folgen noch Weitsprung und Diskuswurf. Den Auftakt, den gewinnt aber Andrei Krautschanka in starken 14,20 Sekunden. Die Gesamtwertung, die sichert sich schlussendlich aber der Kasache Dimitri Karpov mit 2591 Punkten. Im Dreikampf der Damen, da ist die zweite von Götzis, Nadine Breursen, eine Klasse für sich. Herausragend sind ihre 1,90 Meter im Hochsprung. Das ist neuer niederländischer Landesrekord. Höhepunkt der Gala ist aber der 800 Meter Lauf der Männer. Im Sog des Tempomachers machen Andreas Wolter und Andreas Rappertz Jagd auf den österreichischen Rekord. Die 1,46,21, die der Salzburger Michael Wildner vor 21 Jahren gelaufen ist, die sollen geknackt werden. Nach einem tollen Rennen fehlen Andreas Wolter am Ende in 1,46,59, aber 39 Hundertstel Sekunden auf einen neuen Rekord. Michael Wildner, der kann gratulieren und bleibt Österreichs schnellster 800-Meter-Läufer. Die letzten 100 habe ich alles gegeben, wie gesagt, da waren die Beine dann schon schwer, da spürt man ein bisschen die 3 Rennen von den letzten 1,5 Wochen. Und ja, aber sonst, das Rennen war super, wie gesagt, Publikum war super, so ein Meeting mit so einer Stimmung in Österreich ist wirklich schön, was die Organisatoren da auf die Beine gestellt haben. Den Veranstaltern ist also auf Anhieb ein großer Wurf gelungen. Und es hat sich einmal mehr gezeigt, dass sich in Österreichs Leichtathletik auch hinter Beate Schrott einiges tut.